Ist Starfield besser als Skyrim? Oder anders gefragt, was macht Starfield eigentlich besser als Skyrim? Während des letzten Jahrzehnts wirkte es ja immer so, als wäre Skyrim so ziemlich das beste Spiel der Welt und als wäre es wirklich nicht zu toppen. Daher wollen wir uns in diesem Video mal anschauen, ob es Bethesda gelungen ist, sich hier zu übertreffen und wenn ja, in welchen Punkten genau. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst sehr gerne einen Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Nun, die Hauptfrage, ob Starfield jetzt wirklich besser ist als Skyrim, die werde ich mir natürlich für den Schluss aufbewahren. Jetzt schauen wir uns erstmal ein paar Dinge an, die Starfield meiner Meinung nach besser macht als Skyrim. Der erste Punkt, der mir hier richtig gut gefällt, sind die Dialoge in Starfield. Die Dialoge in Skyrim waren natürlich nicht schlecht, aber in vielerlei Hinsicht hat sich hier etwas verbessert. Insbesondere was die Auswahlmöglichkeiten betrifft. Für so ziemlich jede erdenkliche Antwort gibt es in Starfield auch die mögliche Dialogoption. Ich glaube, mir ist es bis jetzt überhaupt noch nicht passiert, dass ich gerne irgendwas gesagt hätte, was ich in Starfield nicht sagen konnte. Und zwar auch für jeden erdenklichen Charakter, also wenn ihr mal einen bösen Charakter spielen wollt, dann habt ihr dafür auch wirklich reichlich genügend Dialogoptionen. Was mir an den Dialogen auch richtig gut gefällt, ist das neue System, mit dem wir unsere Dialogpartner überzeugen können. In Skyrim haben wir einfach auf die Dialogoption geklickt, hinter der Überzeugen stand, und dann war es gewissermaßen Glückssache, beziehungsweise es hing von unserem Level in Redekunst ab, ob wir unser Gegenüber dann auch überzeugen konnten. In Starfield spielen unsere Skills dabei zwar auch eine Rolle, aber wir können auch ohne entsprechende Skills unser Gegenüber überzeugen. Und zwar ist das ja jetzt wie so ein kleines Minispiel aufgebaut, bei der wir uns wirklich in unser Gegenüber hineinversetzen müssen und überlegen müssen, mit welchen Dialogoptionen wir ihn wohl am besten überzeugen können. Das bringt eine total interessante neue Dynamik ins Spiel und ich finde, dieser strategische Ansatz macht die Dialoge deutlich spaßiger. Ich hatte in Starfield beispielsweise schon öfters die Situation, dass ich ein bestimmtes Problem unbedingt auf friedliche Art und Weise lösen wollte und wenn mir das beim ersten Versuch nicht direkt gelungen ist, habe ich tatsächlich auch öfters mal neu geladen, um den Dialog dann nochmal zu machen, was ich wahrscheinlich bis jetzt auch bei noch keinem Spiel so gemacht habe. Auch super interessant finde ich bei den Dialogen, dass unser Begleiter auch auf unsere Aussagen reagiert. Nicht nur gibt es uns natürlich ein gutes Gefühl, wenn unserem Begleiter das, was wir gerade gesagt haben, gefällt, sondern auch das trägt natürlich dazu bei, dass wir unsere Antworten strategisch auswählen, wenn wir eben explizit darauf achten. Generell finde ich, dass die Dialoge in Starfield eigentlich immer eine relativ gute Länge haben. Sie sind in der Regel nicht zu lang gehalten und dementsprechend habe ich auch sehr selten das Bedürfnis, einen Dialog zu überspringen. Das liegt aber auch daran, dass sich in Starfield eine weitere Sache deutlich verbessert hat, nämlich das Storytelling und allgemein die Quests. Ich habe das Gefühl, dass in Starfield auch die kleinsten Quests immer eine interessante Geschichte dazu erzählen. Generell hängen die Quests mehr miteinander zusammen, als das noch in Skyrim der Fall war. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Und keine Sorge, ich werde dabei nichts Wesentliches spoilern. Als ich mich in Starfield den Freestar Rangern angeschlossen habe, musste ich mich natürlich erstmal bewähren. Was ich erwartet habe, war, dass ich erstmal ein paar relativ belanglose Quests erledigen muss, bei denen ich zum Beispiel hier mal ein gestohlenes Item zurückholen muss oder hier mal einen Verbrecher schnappen muss. Wie das in Skyrim ja zum Beispiel bei der Diebesgilde oder auch bei den Gefährten der Fall war. Und am Anfang wirkte das vielleicht auch so, aber dann hat sich eben herausgestellt, dass die Quests alle miteinander zusammenhingen und wir gewissermaßen eine große Verschwörung aufgedeckt haben. Auch in Bezug auf die Hauptstory gibt das Spiel einem im Grunde das Gefühl, als wäre die Hauptstory gewissermaßen wichtiger, als das in Skyrim der Fall war. Versteht mich nicht falsch, in Skyrim waren wir natürlich der große Retter der Welt, aber irgendwie hat die Hauptstory das nicht so richtig rüberbringen können, finde ich. Obwohl, wie gesagt, der Weltuntergang drohte, konnten wir die Hauptstory für stundenlang liegen lassen, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. In Starfield passiert zwar auch nichts Schlimmes, aber wir werden zum Beispiel von unseren Begleitern immer mal wieder daran erinnert, dass wir uns auch wieder um unsere Aufgaben bei der Constellation kümmern sollen. Außerdem ist es den Entwicklern gelungen, einige Szenen in der Hauptstory etwas, naja, sagen wir mal, cinematischer rüberzubringen. Dadurch fühlt sich das Ganze einfach etwas epischer an und es besteht eine gefühlte Dringlichkeit, die Hauptstory fortzusetzen. Generell habe ich den Eindruck, dass die Quests etwas vielseitiger sind als in Skyrim. In Skyrim war es ja meistens so, dass wir in eine Höhle gegangen sind, einen Gegner getötet haben oder ein Item geholt haben und dann wieder zurückgekehrt sind. Natürlich gab es einige löbliche Ausnahmen, aber meistens sind es dann eben leider Ausnahmen geblieben. Im Grunde ist das in Starfield gar nicht so viel anders, aber die Orte, an die uns die Quests führen, sind natürlich deutlich vielseitiger, weil die Spielwelt da einfach mehr hergibt. Mal fliegen wir zum Beispiel zu einer Raumstation, mal zu einem anderen Raumschiff oder wir landen auf einem Planeten und laufen dort entweder draußen rum und erleben
erledigen was oder wir gehen in ein Forschungslabor und so weiter. Vielseitigkeit ist auch schon ein gutes Stichwort, denn jetzt kommen wir zu der Spielwelt. Ich will auf keinen Fall behaupten, dass die Spielwelt von Starfield besser ist als die von Skyrim, aber aufgrund der Größe und der verschiedenen Planeten ist die natürlich vielseitiger, auch wenn Skyrim hier natürlich auch einiges zu bieten hat. Was ich an Starfield eben so gerne mag, ist, dass je nachdem, wo wir uns aufhalten, sich das Spiel wirklich wie ein komplett eigenes und anderes Spiel anfühlt. In Aquila City fühlen wir uns zum Beispiel ein bisschen wie im Wilden Westen und dementsprechend erinnert das Ganze natürlich ein bisschen an Red Dead Redemption. Die Stadt Neon wiederum erinnert natürlich sehr stark an Cyberpunk, aber auch an Science-Fiction-Filme der 80er Jahre. Und New Atlantis fühlt sich so ein bisschen Star Wars und Star Trek mäßig an, wenn ihr mich fragt. Obwohl ich das natürlich keineswegs in einen Topf werfen will, falls hier gerade Fans von Star Wars oder Star Trek zuschauen. Jedenfalls fühlt sich allein schon wegen dieser Spielwelt das Spiel eben sehr abwechslungsreich an. Wenn mir zum Beispiel in Aquila City langweilig wird, kann ich eben nach Neon gehen oder nach New Atlantis oder auf irgendeinen der anderen zahlreichen Planeten und es fühlt sich wie gesagt immer irgendwie wie ein eigenes Spiel an. Und dementsprechend wird es natürlich auch nicht so schnell langweilig. Eine weitere Sache, die Starfield aus meiner Sicht besser macht als Skyrim, die ich hier in diesem Video hervorheben möchte, sind die Begleiter. Starfield verfolgt hier einen völlig anderen Ansatz als Skyrim. In Skyrim hat man hier viel mehr auf Quantität gesetzt. Das heißt, es gab sehr viele Begleiter, aber die meisten waren leider eher flach und nicht besonders tiefgründig. In Starfield hat man genau den gegenteiligen Ansatz verfolgt, und zwar hat man eben wenige Begleiter, die dann aber besonders gut ausgearbeitet sind. Während in Skyrim die einzige Begleiterin, die mir wirklich richtig gut gefallen hat, Serana war, gefallen mir in Starfield eigentlich alle Begleiter wirklich richtig gut. Alle Begleiter haben eine einigermaßen interessante Hintergrundgeschichte und man hat eigentlich wirklich das Gefühl, dass man sich mit richtigen Menschen unterhält. Also natürlich nicht mit richtigen Menschen in dem Sinne, aber eben im Rahmen eines Computerspiels. Also ihr wisst schon, wie ich das meine. Übrigens, wo ich gerade Serana angesprochen habe, falls euch interessiert, wo die Entwickler sich die Inspiration für diese Figur gesucht haben, schaut gerne mal in das Video rein, was ich jetzt oben einblende und unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Bei den Begleitern spielt natürlich auch der Faktor mit hinein, dass die Begleiter eben auch wirklich auf das reagieren, was wir tun. Sie äußern sich nicht nur über die Umgebung, sondern eben auch über unsere Taten. Und das Ganze sorgt eben dafür, dass sich die Spielerfahrung deutlich immersiver anfühlt. Kommen wir also zu der Frage, ist Starfield besser als Skyrim? Nun, ich vermute, die meisten von euch haben sich schon gedacht, dass ich auf diese Frage keine richtige Antwort geben werde. Das liegt einfach daran, dass man die beiden Spiele noch nicht miteinander vergleichen kann. Skyrim kenne ich natürlich viel besser und es ist natürlich mit sehr viel Nostalgie verbunden, da ich das Spiel vor allem in meiner Schulzeit gespielt habe. Starfield wiederum ist natürlich jetzt gerade neu auf den Markt gekommen und fühlt sich daher natürlich noch deutlich frischer an. Als jemand, der beispielsweise mit Herr der Ringe aufgewachsen ist, ist mir das Fantasy-Setting von Skyrim natürlich deutlich näher, aber ich muss sagen, dass mir das Science-Fiction Setting in Starfield auch wirklich gut gefällt. Im Grunde würde ich sagen, welches Spiel von beiden besser ist, wird man frühestens in 10 Jahren beurteilen können. Denn das, was Skyrim geschafft hat, nämlich 10 Jahre oder noch später nach Release immer noch so aktiv gespielt zu werden, muss man natürlich auch erstmal schaffen und das muss Starfield auch erstmal erreicht haben. Darüber hinaus stellt sich aber natürlich auch die Frage, muss man die Spiele überhaupt miteinander vergleichen? Also vergleichen kann man es natürlich schon, das habe ich ja in diesem Video auch gemacht, aber ich finde, man muss nicht immer sagen, dass das eine zwangsweise besser ist als das andere. Deswegen würde ich für dieses Video als Fazit einfach mal sagen, dass beide Spiele wirklich gut sind und es sich definitiv lohnt, beide auszuprobieren. Das war's jetzt aber von meiner Seite. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was findet ihr in Starfield besser oder vielleicht auch schlechter als in Skyrim? Wie immer würde ich mich sehr freuen, eure Meinung in den Kommentaren zu lesen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst sehr gerne einen Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin!